Du stirbst nicht an einem Tag. You die slowly. Du stirbst langsam. Bis Udana austritt, gibt es tantrische Prozesse, mit denen man den Körper wiederbeleben könnte. Ihre Unterwäsche, sie muss verbrannt werden. Andernfalls wird es zu einer Wohnstätte für verschiedene Arten von Kräften. Namaskaram, Sadhguru. Nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich noch einige seiner Kleidungsstücke. Aber ich weiß, dass man in manchen Traditionen die Kleidung des Verstorbenen nicht behalten soll. Wie sollte das gehandhabt werden? When you were born. Als du geboren wurdest. What's your birthday, Jim? Wann ist dein Geburtstag, Jim? First of August. Oh. Der 1. August? Oh, nicht mehr lange. Du wurdest nicht an einem Tag geboren, obwohl du einen festen Geburtstag hast. Es dauerte 9,5 Monate für dich, um geboren zu werden, nicht wahr? Ebenso, wenn du stirbst, stirbst du nicht an einem Tag. Du stirbst langsam. Wenn jemand medizinisch für tot erklärt wird, stirbt er dennoch nicht ganz. Ich glaube, wir haben bereits darüber gesprochen. Die 5 Pranas beginnen sich langsam und Schritt für Schritt zurückzuziehen. Die physische Lebensenergie, die allgemein als Pran oder Prana bezeichnet wird, hat 5 grundlegende Manifestationen. Es gibt 10, aber das würde es verkomplizieren. Es gibt 5 grundlegende Manifestationen. Diese werden Samana, Prana, Udana, Apana und Vyana genannt. Nehmen wir an, ein Arzt untersucht es und erklärt diese Person zu einem bestimmten Zeitpunkt für tot. In den nächsten 21 bis 24 Minuten beginnt Samana zu entweichen. Das bedeutet, dass Samana für die Aufrechterhaltung der Temperatur im Körper verantwortlich ist. Das Erste, was passiert, ist, dass der Körper anfängt auszukühlen. Die traditionelle Methode, um festzustellen, ob jemand tot oder lebendig ist, dass man die Nase abtastet. Ist die Nase kalt geworden, so haben sie festgestellt, dass er tot ist. Sie untersuchten nicht die Augäpfel und andere Dinge, sie untersuchten nur die Nase. Wenn die Nase kalt geworden ist, bedeutet das, dass er tot ist. Samana entweicht also zu diesem Zeitpunkt. Irgendwann zwischen 48 und 64 Minuten entweicht Prana. Danach zwischen 6 und 12 Stunden entweicht Udana. Bis zum Austritt von Udana gibt es tantrische Prozesse, mit denen man den Körper wiederbeleben könnte. Aber sobald Udana austritt, gibt es eine Mikro-Mikro-Chance, aber das ist eine unpraktische Chance. Abgesehen davon ist es unmöglich, den Körper wiederzubeleben, sobald Udana ausgetreten ist. Als nächstes kommt Apana. Irgendwo zwischen 8 und 18 Stunden entweicht es. Das Vyana, das die konservierende Natur des Prana ist, beginnt danach zu entweichen. Es kann bis zu 11 bis 14 Tage lang weiter entweichen. Wenn es ein normaler Tod ist. Es geschah eines Tages, als Shankaran Pillai den Schrank durchwühlte. Und nach einiger Zeit kam seine Frau und fragte, was machst du da? Er sagte, nein, nichts. Ich tue nichts, gar nichts. Die Frau sagte, was sagst du da? Nichts, nichts. Ich habe dich die letzte halbe Stunde beobachtet. Du hast unsere Heiratsurkunde gelesen. Was ist los? Shankaran Pillai sagte, ich habe nach dem Verfallsdatum gesucht. Obwohl es also ein Verfallsdatum für den eigenen Tod geben kann, stirbt man nicht an einem Tag. Es ist ein langsamer Prozess. Tatsächlich vollzieht er sich eben jetzt langsam.
Indem du Yoga machst, stellst du vielleicht Hürden in den Weg des Todes, aber keine Stopper. Ja? Das tägliche Yoga, das du machst, stellt einige Hürden auf und verlangsamt es, aber keinen Stopper. So, today you know. Nun, heute weißt du, dass wir aus deiner alten Kleidung deine DNA entnehmen können, nachdem du gestorben bist. Können wir dich 100 Jahre später klonen? We can clone you. Yes. Ja. Yes or no? You know? Ja oder nein? Weißt du das? So who you are. Deshalb, wer du bist, zumindest die Physikalität dessen, wer du bist, kann von deiner Kleidung entnommen werden. Und wir können dich neu machen. Zumindest jemand, der genauso aussieht wie du. Wir können den Körper erschaffen. Du bist also immer noch überall zu finden. Die Yogis, wenn sie sterben, werden sie die Hütte, in der sie leben, selbst in Brand setzen. Es gibt einen Weg, das zu tun. Das will ich euch nicht verraten, denn ich will nicht, dass ihr die Unterkünfte hier in Brand setzt. Deshalb zünden sie immer die Hütte, in der sie leben, an, weil sie nicht wollen, dass auch nur ein einziges DNA-Molekül dort verbleibt und überlebt. Denn in gewisser Weise ist dein physischer Körper immer noch da. Wenn sie deinen Körper daraus neu erschaffen können, ist er offensichtlich noch da, nicht wahr? Alles, was ich berührt habe, will man also verbrennen. Alles muss aufgeräumt werden. Es ist deswegen, das ist der Hauptgrund, warum die Menschen ihre physischen Besitztümer so minimal halten wollen auf dem spirituellen Weg. Wenn du das Zimmer eines Sannyasis betrittst, wirst du sehen, dass dort drei Paar Kleider ordentlich gefaltet und aufbewahrt sind. Nur eine Sache zum Wasser trinken, ein Teller zum Essen und nur ein einziges Laken, um darauf zu schlafen. Und das war's. Kein zusätzlicher Gegenstand, weil er nicht zu viele Dinge in der Welt berühren will. Er will es auf ein äußerstes Minimum beschränken. Denn er weiß, wenn er seinen Körper überall verteilt, wird es sehr schwierig sein, ihn zu sammeln und zu gehen. Aus diesem Grund geht er keinerlei körperliche Beziehungen ein, weil er versteht, wenn er seinen Körper überall zurücklässt und die Zeit kommt, ihn einzusammeln, wird es extrem schwierig sein. Menschen, die zu deinem Körper gehören, sind nicht bereit, dich zu begleiten, wenn du gehen willst. Sie werden nicht mitkommen. Sie werden alle "Ich liebe dich" sagen, aber sie werden nicht mitkommen. Wenn also jemand stirbt, müssen diese Dinge, je nachdem wer es ist, entsprechend gehandhabt werden. In der heutigen Welt, in der die Menschen genug Kleidung für drei Leben und genug Schuhe für 10 Leben angesammelt haben, enough clothing for 3 lifetimes. Enough footwear for 10 lifetimes. Wäre es reine Verschwendung, das alles zu verbrennen? Und ohnehin ist ihre Existenzweise und die Art, wie sie austreten, so, dass sie unweigerlich erneut Wurzeln in dieser Erde finden müssen. Es macht keinen Sinn, das alles zu verbrennen. Zumindest die Dinge, die sehr eng und intim mit dem Körper involviert sind, wie ihre Unterwäsche und anderes, müssen verbrannt werden. Sie müssen verbrannt werden. Denn sonst wird jenes Wesen nicht leicht gehen. Er wird nicht wissen, er hat nicht den Ermessungsspielraum, um zu verstehen, ob er hier oder dort sein sollte. Er kann keine Entscheidung treffen.
Es gibt nicht die Fähigkeit der Entscheidungsfindung, weil es keinen Ermessungsspielraum gibt. Wenn der Körper weg ist, ist auch die Entscheidungsfreiheit des Verstandes weg. Es gibt also keine Entscheidung, nur eine Neigung. Es gibt zu viele Dinge hier, die zum Körper gehören. Er hängt nur herum, besonders in den ersten Tagen. Wenn man also zu Hause viele gebrauchte Kleidungsstücke hat, und das ist wiederum das Problem der westlichen Welt, denn aufgrund der Art der Kleidung und der Gesellschaftsstruktur, kann man eine Jacke 6 Monate lang tragen, ohne dass sie gewaschen wird. Ja, man benutzt es und man hängt es dorthin, weil es ein kaltes Land ist und man vielleicht nicht so sehr schwitzt, benutzt es und legt es wieder ab. So etwas ist in Indien nicht möglich. Wenn man etwas benutzt, muss es jetzt gewaschen werden. Die Art der Kleidung, die Atmosphäre und die sozialen Strukturen sind so. Aber das ändert sich auch dort, weil die meisten Leute Kleidung tragen, die in China hergestellt wurde. Nicht mehr in Indien. Die Art der Kleidung, die sie verwenden, wird daher natürlicherweise benutzt und aufgehängt. Sie benutzen es nicht und waschen es dann. Um all diese Dinge wurde sich gekümmert. Jeder Aspekt wurde geregelt. Aber wir verlieren es in großem Stil. Weil diese Kleidungsstücke immer wieder benutzt und aufgehängt werden, du kannst tatsächlich experimentieren. Nun, heute sind die Hunde da. Wenn man einen Polizeihund herbringt und ihn bittet, aus 1000 Jacken herauszufinden, welche die Jim-Jacke ist, wird er einfach laufen und auf sie hinweisen. Ja, nicht Gott, nur ein Hund. Offensichtlich hängt also, wer du bist, dort im Mantel, in der Jacke, in vielerlei Hinsicht, nicht wahr? Dass sogar ein Hund es sehen kann. Daher, wenn es so ist, dass ein Mensch von uns gegangen ist und sein Körper noch in vielen Formen herumhängt, wird es zu einer Wohnstätte für verschiedene Arten von Kräften. Nicht nur für die herumhängenden Energien dieser Person, für verschiedene andere Arten von Kräften. Deine Jacke ist in gewisser Weise ein unbesetzter Körper, und das ist keine gute Art, sie zu hinterlassen. Deswegen waschen Sie es entweder sofort. In Indien, wenn es teure Kleidung ist, werden Sie die ganze Kleidung waschen. Innerhalb der ersten 10 oder 11 Tage waschen Sie die gesamte Kleidung und verteilen sie an viele Orte, niemals an einem Ort. Man nimmt nicht all seine Kleidung und gibt sie einer Familie. Man achtet darauf, dass die Jacke hierhin, die Hose dorthin, das dorthin kommt, sodass es zu sehr verstreut wird, um irgendeine Bedeutung zu haben. Eine signifikante Präsenz ist nicht vorhanden. Ansonsten werden alle Dinge, die mit dem Körper vertraut sind, einfach verbrannt. Eines dieser Dinge muss getan werden. Entweder musst du es in allen 50 Staaten verschenken, damit der alte Mann nicht verwirrt bleibt, wohin er gehen soll, oder du musst es einfach verbrennen.